Jetzt kommt wieder so eine große Gruppe hier auf die Bühne, die sich auch mit einem ganz schön großen Problem beschäftigt hat. Und zwar in den Städten, da stehen ganz viele Fahrräder in der Gegend rum. Jetzt ist die Frage, kann man die nicht eigentlich teilen? Braucht wirklich jeder sein eigenes Fahrrad oder kann man nicht auch sein Fahrrad zur Verfügung stellen? Ob das funktioniert, das haben sich diese Jungs hier überlegt. Heinrich, Gustav, Noah, Alexander und Lennart mit dem Projekt Fahrradkette. Ja, genau. Jeder kennt das Problem, dass er zu Hause im Keller ein altes Fahrrad rumstehen hat oder manche sogar mehrere, weil man sich einfach ein neues gekauft hat und mit dem alten weiß man nicht, was man damit machen soll. Und das steht dann da rum und vergammelt und irgendwann schmeißt man es weg. Und dafür wollten wir halt Abhilfe schaffen, dass die Leute ganz einfach ihr altes Fahrrad anderen Menschen zur Verfügung stellen können. Und zwar, man braucht dazu einfach nur ein Zahlenschloss und die entsprechende App, die wir programmiert haben. Ja, wie funktioniert das Ganze? Und zwar gibt es da die Funktion, dass jemand als allererstes kriegt er einen Code. Da stellt er, den stellt er an seinem Zahlenschloss ein. Dann stellt er das Fahrrad da ab. Der nächste Mensch kommt dann und kann auf der Karte sehen, wo in seiner Nähe die Fahrräder stehen. Das Fahrrad, da kriegt er dann wieder den Code zugesendet, nachdem er einen kleinen Pfand mit Geld, ungefähr der Wert, dem das Fahrrad entspricht, bezahlt hat, kann er das Fahrrad dann einfach mitnehmen und kann damit rumfahren. Und wenn er es irgendwo wieder abstellt, dann kann er auf der App wieder eintragen, wo er es abgestellt hat. Und wenn der Nächste, ja, und stellt dann halt einen neuen Code ein, und wenn der Nächste das dann wieder abholt und damit bestätigt, dass das Fahrrad nicht einfach mitgenommen wurde, dann bekommt man schließlich auch wieder sein Geld zurück. Okay. Ja, also womit wir damit die Welt verbessern wollten, ist erstmal, dass nicht jeder sein eigenes Fahrrad kaufen muss, dass man alte Fahrräder nicht einfach in den Müll schmeißen muss und es ist völlig anonym im Gegensatz zu vielen anderen Bike-Sharing-Projekten, die es so schon gibt. Nämlich, man muss da keine Kontonummer und sonst keinen Standort und Adresse angeben. Ich habe mich um den benutzerfreundlichen Teil der App gekümmert, und zwar diese Karte. Das basiert auf OpenStreetMap. Das ist sowas wie Google Maps, bloß besser. Und da sieht man dann drauf diese grünen Markierungen mit als Fahrräder. Und da kann man auch draufklicken und dann sieht man zum Beispiel, wie viel kostet das Fahrrad und wie heißt es und wo steht es. Und dann gibt es noch eine Markierung, wo man selber steht, dass man auch gut zu dem Fahrrad finden kann. Ich habe mich um das im Hintergrund gekümmert und zwar war das basierend auf der Ethereum-Blockchain. Ethereum ist ähnlich wie Bitcoin, was ihr vielleicht kennt, eine Kryptowährung. Und im Gegensatz dazu kann man in dieser Blockchain, also einer dezentralen Datenbank, auch andere Daten außer Transaktionen speichern. Da wir das Ganze in einer Android-App gemacht haben und wir dort keinen echten Ethereum-Node starten können, haben wir das Ganze mit einem Light-Client gemacht, der sich via dieser Bibliothek Web3J oder so eben mit einem echten Node verbindet. Das heißt, wenn der Nutzer die App startet, dann generiert er zuerst so eine Wallet. Das ist vollkommen anonym und passiert einfach so, man muss nur ein Passwort angeben. Und danach kann er eben die Daten, wo er sein Fahrrad abgestellt hat oder wie viel das Fahrrad kostet, in der Blockchain speichern. Außerdem können wir über diese Blockchain mit Smart Contracts dafür sorgen, dass sobald der Nächste das Pfand überweist, ihm automatisch der Code zugekommt. Man kann auch ziemlich leicht Fahrräder hinzufügen. Dazu muss man einfach einen Namen, den gewünschten Pfand, den Zahlenschlosscode, den aktuellen Standort und eine Beschreibung angeben und dann ist das Fahrrad im System hinzugefügt. Man könnte die App vielleicht verbessern, indem man das Bezahlsystem benutzerfreundlicher macht, da es derzeit noch sehr umständlich ist. Oder den Smart Contract fertigstellt, was dafür sorgt, dass man das Geld auch wieder zurückbekommt und den Code fürs Schloss bekommt.
Und man könnte noch eine Liste aller Fahrräder nach der Entfernung geordnet erstellen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und haben Sie doch einen schönen Tag.